Hallo Freunde, willkommen zu Let's Play GTA The Ballad of Gethuni Multiplayer zum 63. Part. Ja, durch ein Wunder sitzen wir jetzt immer noch hier im Auto. Irgendwie scheinen es ganz normale Mitspieler zu sein, weil ich habe auch schon mal erlebt, dass ich aus einigen, dass ich von einigen Mitspielern irgendwie in Luft gejagt worden bin. Aber die haben es irgendwie nicht auf mich abgesehen, sondern hier irgendwie auf die ganze Welt oder irgend sowas. Ja. Sagen wir es mal so, die fahren wenigstens durch die ganze Stadt und gammeln nicht 20 oder 15 Minuten lang auf dem Flughafen rum. Was ich ehrlich gesagt gut finde. Jetzt sind wir hier in diesem Park, also der hat einen ganz speziellen Namen, dieser Park in New York, dieser. Ach, ich guck jetzt einfach mal. Ey, Mist hier. Middle Park oder West Park? Der Middle Park heißt er hier in dem Spiel. Aber in echt hat er einen ganz anderen Namen. Aber den versucht den ganz genau nachzumachen. Wow. Eigentlich ist es ja ein Fußgängerweg, aber ich glaube, es interessiert ihn nicht. Ja, das habe ich auch schon versucht, wo ich GTA gespielt habe, da immer die Treppe hochzufeuern, aber dann bleibt sie ja immer so an der letzten Stufe hängen und ist ja dann eigentlich auch peinlich. Aber ich kann mich ja eigentlich noch an jeden Teil von der Stadt erinnern. Weil ich meine, ist jetzt zwar schon 2 Jahre her, wo ich das mal so richtig gezockt habe, aber nee, so lange ist es jetzt auch nicht her, aber dieses Jahr habe ich mit dem Multiplayer angefangen. Ja, sehr gut. Wir wissen alle, dass du schießen kannst. Ja. Achso, mir ist jetzt gerade noch was eingefallen, was ich euch sagen kann. Das ist mir leider erst jetzt in diesem Part eingefallen. Bei The Last of Us und Need for Speed. Habe ich noch das, also habe ich noch mit dem alten Headset aufgenommen. Deswegen wundert euch nicht, warum es dann wieder anders da anhört. Und bei GTA hört es dann auch wieder anders da an, meine Stimme. Weil GTA ist jetzt gerade das einzige, wo ich jetzt gerade mal mit neuen Headset aufnehme. Weil The Last of Us und Need for Speed habe ich schon aufgenommen. Und ich musste jetzt noch GTA aufnehmen. Und zwischendurch habe ich mir ja dann das neue Headset gekauft. Und ja. Also wundert euch nicht. Toll, jetzt fahren sie ja noch mit Panzer rum. Lol. Oh, ich darf auch mal wieder fahren. Na toll. Guck gerade mal noch mal, ob da ein Panzer ist. Das wäre nämlich schade. Das wäre mehr als schade. Ja, das Auto sieht auch wieder so ganz komisch an. Ach, fahren wir einfach mal den Panzer dahinter, ja. Lol.
Das war, steht er da irgendwie mit seinen Raketenwerfer rum? Oh, jetzt ist er bei mir eingestiegen. Fail. Ich muss doch da irgendwie durchpassen. Komm schon, das musst du doch schaffen. Ey, das ist doch voll die Verarschung. Ist das sowas von die Verarschung? So, jetzt bräuchte mir theoretisch ein neues Auto. Alter, diese Maus. Komm schon, steig hoch. Ja, jetzt sind wir die Motorradgangster hier. Oh ja, genau. Jetzt könnten wir uns eigentlich schon das nächste Auto bunkern. So. Hat eigentlich auch nicht lange gedauert. Bis auf 100 Jahre. Jo, jetzt werden hier alle Autos mal weggedrängelt. Jetzt hat er auch wieder eine Route eingegeben. Aha. Ich glaube mittlerweile jetzt, wir haben jetzt den 63. Part.
Ja, wir haben jetzt den 63. Part und ich habe immer noch das Gefühl, dass er nicht Auto fahren kann. Also, die wechseln sich ja auch manchmal immer ab. Und ja, wo er jetzt hin navigiert, wüsste ich jetzt eigentlich auch mal gern. Ich könnte es eigentlich herausfinden, aber ich lasse mich überraschen. Und wieso wir jetzt die einzigen Spieler hier auf dem Server sind, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber wie denn auch sei. Es macht denn auf jeden Fall Spaß, hier mit den ganzen Autos rumzufahren. Ob ihr das auch langweilig oder wie auch immer findet, dann. Ihr könnt mir ja eigentlich auch mal schreiben, was ich machen kann. Weil. Bis Part 100 ist schon, sind es auch noch so 40 Parts. Sind wir. Also jetzt gar nicht mehr 40 Parts, jetzt noch viel weniger. Ja, sehr gut. Sind es jetzt noch so 36 Parts, die ich aufnehmen muss. Aha. Alter, was war das denn für ein Glitch? Er konnte ja eben eiskalt durch die Tür gehen. Das war ja mal lustig. Gut. Jetzt fahren sie ja noch bei jedem durch den Garten durch. Aber wenn es denen halt eben Spaß macht. Ey, die müssen ja. Ey, die machen ja hier die ganzen Gärten kaputt. Aber ist ja eigentlich auch nicht so schlimm. Das einzige daran, was schlimm ist, dass das Auto kaputt machen. Aber ja, gut halt, wenn es denen halt eben Spaß macht. Ich hätte das Auto jetzt nicht so kaputt gemacht. Obwohl, wenn ich freie Fahrt hätte, wäre ich wahrscheinlich immer so seitlich gegen die Bande geknallt. Aber kann auch sein, dass wir jetzt wieder zum Flughafen fahren. Was ehrlich gesagt auch ein bisschen schade wäre. Weil der Flughafen, der wird langsam auch immer langweilig. Aber genau, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Wieder, es handelt sich wieder um GTA 5. Wer hätte es gedacht? Niemand. Und ihr könnt mir ja auch wieder was in die Kommentare schreiben, was mich auch interessieren würde, ob es ein GTA 5 Panzer geben wird. Genau, ihr habt mich richtig gehört, Panzer. Also wenn es die geben wird, dann, ich sag euch, das GTA 5 wird richtig heftig. Die haben ja auch, glaube ich, 5 Jahre zum Entwickeln gebraucht und jedes Jahr ist es immer ein bisschen besser geworden. Und ja, die PlayStation 4 wird ja dann wahrscheinlich auch wieder rauskommen. Aber ich habe gehört, die soll 499 Euro kosten. Und wenn ich mal so nachdenke, die PlayStation 3 hat damals 800 Euro gekostet, also schon doppelt so viel. Und dass die PlayStation nur 400 kostet, das kann ich mir nicht vorstellen. Der wird sich wahrscheinlich auch was tun. Seit er mir eine Anfrage sendet, das kann er gerne machen.
Ja, dann schicke ich mal eine Freundschaftsanfrage. Also, boah, ich bin jetzt auch wieder dumm. Er hat mir nämlich eine gesendet. Supermax. Ja, haha. Ich nehme sie jetzt an. Hinzufügen. Gut. Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, wo sie hinfahren. Aber ich kann euch ja im nächsten Part dann verraten, wo wir hinfahren. Und ja, dann sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde.